Rohib hat vor, ich weiß nicht, ein, zwei Monaten schon wieder her, vor zwei Terminen, glaube ich, einen Vortrag gehalten über Emblaze. Emblaze ist eine Suite an Tools, die... Oh, Moment. So. Ist eine Suite an Tools, die auf unixoide Art und Weise mit Maildirs umgehen kann. Maildirs sind von DJB irgendwann erfunden, eine Art und Weise E-Mail-Dateien in Ordnern abzulegen, die ganz toll mit Locking umgehen kann und mit Flags und was weiß ich, damit man E-Mails in einzelnen Dateien hat und nicht mehr in einem großen Blob. Was Emblaze tut ist, Emblaze arbeitet auf Serien von Dateien, die E-Mails sind und kann damit so ein bisschen umgehen. Ich recap das einfach mal aus Rohibs Vortrag ein, zwei Minuten, damit ihr einen Überblick habt, denn das ist die Basis von dem, wie ich mir meinen E-Mail-Client gebaut habe, inspiriert durch Rohibs Vortrag. Vielen Dank dafür schon mal. So, die Basis von Emblaze ist, man hat irgendwie einen ganzen Haufen Tools, die alle irgendwie mit M-List, die alle mit M anfangen. Und so ein simpler davon ist irgendwie mlist. Mlist listet einem einfach die E-Mails, die in einem Mailer drin sind. So, das ist erstmal ziemlich unspannend, macht ungefähr das, was LS auch tut. Dann kann man irgendwie sagen, liste mir die Current Messages, die da drin sind. Das kann man pipen nach mthread, was einem diese Nachrichten threaded, so wie man es erwarten würde, wie man aus bekannten E-Mail-Clients kennt, die alle außer Outlook sind. Diese Liste kann ich dann wiederum anzeigen. Jede dieser Zeilen ist einfach nur der Dateiname genommen und dann so ein bisschen Content daraus gerendert. Mehr nicht. Aber die Liste kann ich nicht nur nehmen und anzeigen, sondern ich kann sie auch in meine Sequence reintun. Die Sequence ist einfach nur eine Datei, die da, sec, ist einfach nur eine Datei, er hat das einfach nur da reingeschrieben, mehr nicht. Das gibt das dann wieder aus, wenn man es einzeln aufruft. Und außerdem wird diese Liste als Default angenommen. Das heißt, ich kann das hier machen, dann passiert das gleiche wie vorher. Oder wenn ich einfach ein Thread ohne was aufrufe und ohne Input, dann nimmt er automatisch das aus dieser Sequence heraus. Dasselbe gilt für mscan, was dann wiederum die Zeilen anzeigt. Oh. Ja. Ist irgendwie ganz okay. Man kann dann noch die Nummern, die ihr hier seht auf der linken Seite, ist quasi die Zeilennummer dieser Datei oder dieser Mail in der Sequence. Und da hat man noch einen Cursor drauf. Also zum Beispiel hier irgendwie die 58, auf die 58, dann sagt er hier, aha, das ist jetzt die Datei des aktuellen Cursors. Wenn ich dann mShow mache, was Mails anzeigt, dann zeigt er diese spezifische Mail an, die da gerade angezeigt wurde. So, das ist alles ganz putzig und da hat man dann so einen Haufen Tools. Es gibt noch ein paar mehr, aber das sind so die Basics, mit denen man ja Mails aus Maildirs in Skripten sich angucken kann. Das Ganze, habe ich mir gedacht, lässt sich doch hervorragend kombinieren mit NotMuch. NotMuch ist ein Mail-Indexer. Ich habe vor 4,5 Jahren oder sowas meinen Vortrag darüber gehalten und habe es dann irgendwie so ein bisschen in die Schublade getan, das Thema, weil es nie... das Frontend war einfach nicht gut genug, für dass ich es wirklich benutzen wollte. Aber statt jetzt mlist zu benutzen, kann ich auch NotMuch benutzen. NotMuch pflegt einen Volltext-Index über alle Mails in einem Mail-Dir oder in mehreren Mail-Dirs. Und kann die außerdem taggen. Und dann kann man Queries machen, NotMuch Search, und output mir die Dateien, was auch genau das gleiche Format, einfach nur ein Dateiname pro Zeile ist. Und ich habe dann so eine Query wie hier, Folder soll Lists AutoCrypt sein, was im Prinzip das gleiche ist wie das mlist, was ich vorhin gemacht habe. Aber ich kann auch mir irgendwie, zeigt mir einen Thread an, alle Nachrichten, die in einem Thread sind, seit 14 Tagen oder weniger. Oder irgendwie alle, wo Subject Stratum enthält oder was auch immer. Dann kriege ich daraus irgendwie Nachrichten. Die kann ich wiederum threaden und die kann ich wiederum anzeigen. Dann habe ich irgendwie ganz viel Zeug, mit dem Stratum vorkommt. Okay.
das sind so die beiden Basisbausteine. Und was ich gemacht habe im Endeffekt, woran ich dann irgendwie, weiß nicht, 3 Tage gesessen habe, und von da aus habe ich Matt nie wieder aufgemacht, was ich vorher verwendet habe. Ich war nie richtig zufrieden mit Matt, aber es war, weiß nicht, das, was am wenigsten scheiße war. It sucks the least. Ja, das ist tatsächlich deren Tagline. Ich kann es nicht wirklich unterschreiben, denn sobald man bei Matt irgendwas machen will, irgendwas sich selbst konfigurieren will, was nicht schon vorgesehen ist, wird das zu einer ganz, ganz fiesen Makro-Hackerei, dass man irgendwie sagt, um jetzt diesen Befehl umzusetzen, tu so, als würden die folgenden Sachen auf der Tastatur eingegeben im Endeffekt. Und das wird dann auch so durch den UI-Code durchgeschliffen, dass die Sachen dann quasi eingegeben werden, nicht interaktiv. Und das ist einfach mega hässlich. Da hatte ich nie Bock, irgendwie was mitzumachen. Okay. So, ich habe tatsächlich den... Was ich dann gemacht habe, ist, mir in meiner C-Shell-Config ein Wiring zu bauen, was was im Endeffekt nur in Häkchen ein Shell-Wrapper ist, um die Sachen, die ich euch gerade gezeigt habe. Und wenn ich jetzt cdmail.dir mache, dann sieht das Ganze so aus. Das hier ist im Endeffekt das Gleiche, was ihr eben gesehen habt. Ne? Das war mit, wenn ich mscan mache, sieht das so aus. Der macht dann noch, so sieht das so aus. Daraus habe ich mir einen Fancy-Scan gemacht, was mit Nerdfon so ein paar Icons hier macht und die Not-Much-Tags hier hinten so anzeigt. Das hier ist eine Nachricht, die ein Autocrypt-Key hat, das ist eine, die signiert ist. Hier ist eine verschlüsselte. Gibt noch so ein paar andere Tags, die, keine Ahnung, wie Attachment ist hier oben, das ist für mein Gmail-Account. Gibt so ein paar Tags, die ich dann mit Icons versehen habe. Aber ansonsten ist es immer noch im Großen und Ganzen ähnlich bis das Gleiche. Was aber dazu kommt, ist, dass ich mir auf den Alt-Layer, das ist Meta, oder? Mhm. Gut, auf den Meta-Layer auf meiner Tastatur habe ich mir Shortcuts gelegt, die hier Navigation ermöglichen. Zum Beispiel habe ich einen für, setze den Cursor auf die letzte Nachricht. Jetzt ist hier unten der Cursor gespawnt. Und er rendert das hier neu. Wenn ich nur Enter drücke, ohne irgendwas zu machen, rendert er das auch einfach neu. Es ist einfach nur eine Ausgabe. Es ist nicht irgendwie Application Mode oder Cursus oder irgendwas. Einfach nur die Ausgabe. Fertig. Wenn ich irgendwie Alt-K mache, geht da ein hoch. Wenn ich Alt-J mache, geht da ein runter. Wenn ich irgendwie, ich glaube, Alt-L mache, dann narrowt er den Scope auf diese Nachricht. Mit Alt-H geht er wieder zurück. Und was hier gerendert wird, ist meine Inbox-Query. Die Inbox ist, das sagt er hier auch, das ist die Query, die gerade da ist. Ich habe so ein paar benannte Queries einfach definiert und die Inbox-Query ist das, was irgendwie sich so ein bisschen durchgesetzt hat bei mir gerade. Alle Threads, die seit 48 Stunden oder in den vergangenen 48 Stunden irgendwie Mails enthalten haben oder alle Nachrichten, die weniger als 14 Tage alt sind, also älter sind als diese 2 Tage, aber noch ungelesen sind oder alles, was flagged ist. Flagged Sachen immer anzeigen. Aber nicht die Sachen, die muted sind und nicht Sachen, die aus Listen kommen. Und jetzt kann ich hier irgendwie MQ-Lists machen und dann habe ich alle Sachen, die diesen Listen-Tag haben, für mehr neues Kram, der halt von Mailinglisten kommt. Dafür habe ich mir auch Shortcuts gemacht. Wenn ich Alt 1 drücke, komme ich in die erste Query aus denen hier. Wenn ich Alt 2 drücke, in die zweite und so weiter und so fort. Damit kann ich bequem hin und her. Aber ich kann auch genauso gut hier irgendwie wiederum ein Kriterium eingeben, was frei ist, dann sagt er, alles klar, das ist eine Query, Subject, Stratum und dann sehe ich hier auch diese Sachen. Die kann ich entsprechend auch wieder öffnen, indem ich, keine Ahnung, irgendwie was ich sinnvoll okay, das sind vielleicht ein paar viele. Ja. Also das Ganze hat seine Limits, wenn man 87 in allerdings hat, dann... Ist schon Header Cache implementiert. Query doch mal nur die letzten 24 Stunden, oder? So, 953 Nachrichten von Rohib. Das ist irgendwie ganz, ganz überschaubar noch. What? Ein Zehntel der Nachrichten auf dem Normalverteiler sind von Rohib. Und diese hier sind alle von 2015. Was ist da los? Komisch. Alter! Vielleicht ist seitdem nicht mehr Rohib, sondern Roland. Du hast irgendwann deine Mailadresse oder so wahrscheinlich geändert, sodass er unter dem Namen Rohib das nicht mehr findet. Ah, das ist noch mehr. Also die Vereinigung. Es dürften 2200 Nachrichten dann sein, oder? Naja, okay. Aber wenn ich jetzt irgendwie diese letzte Nachricht hier nehme, dann kann ich sie mir so anzeigen. Ich habe ein bisschen was zusammengebastelt. Das M-Show, das
hat für bestimmte Content-Types hat das Render-Pipelines und eine davon ist irgendwie mFlow, die den Text float, also das Float-Format auflöst. Nee, das ist so ein Mail-Format irgendwie. Ja. Und außerdem habe ich mir von den Mail-Gun-Leuten, glaube ich, die waren das, die haben ein kleines Python-Skript geschrieben. Deswegen ist das hier ein bisschen langsam. Das ist ein Python-Skript dazwischen, was Quotes rausschmeißt. Deswegen, so sieht die Mail eigentlich aus. Aber in den meisten Fällen will man die gequoteten Sachen irgendwie nicht sehen. Okay, hier ist jetzt, doch, genau, da, so sieht die Mail halt aus. Und wenn ich dieses unquote rausschmeiße, dann sieht sie so aus, weil da noch irgendwie Quotes drin sind. Aber erstmal ja, werden dann auf diese Art und Weise Mails gerendert. Eine der Fragen, die ich üblicherweise dann so kriege, ist, was mit Attachment? Das ist eine berechtigte Frage. Da habe ich eine Weile gebraucht, bis ich mir einen schönen Workflow... ich habe vorhin tatsächlich den Fall gehabt, oh, ich brauche irgendwie ein bestimmtes Attachment, was ich rausgesucht habe. Und die Art und Weise, wie das funktioniert, ist, ich habe einen Befehl mEnter, der macht mir ein temporäres Verzeichnis, entpackt die Mail quasi da rein, sodass ich jetzt hier die Sachen einfach in einem Verzeichnis habe, mit irgendwie Fulltext und Message und verlinkt hier, aber es ist einfach nur ein Verzeichnis und was ich da schließe, ist das Verzeichnis halt wieder weg, fertig. Und außerdem habe ich noch einen Shortcut für öffne einfach das eine offensichtliche Attachment, was es gibt. Also wenn es ein PDF gibt, ist es halt das PDF. Und das deckt auch schon 95% der Fälle ab, so gefühlt. Viel mehr ist es nicht. Öffne das PDF oder das Bild. Ja, genau. Es ist, ich glaube, es ist tatsächlich irgendwie so hier, was gibt's für Kandidaten? Ja, öffne das PDF oder das JPEG. So, das, weißt du, das, sowas schreibt man sich dann irgendwie in einer Minute oder zwei und dann ist das Thema so durch. Mehr habe ich damit dann auch nicht gemacht. Mit was entpackst du das? Das macht auch mShow. Es gibt einen, man kann mShow-T machen, dann zeigt einem diesen Tree an und man kann -X machen, dann extractet er einem die Sachen, so wie sie hier stehen. Was dann außerdem noch eine, eigentlich war das hier ganz gut. Replies. Replies funktionieren so, ich habe einen mReply-Befehl. Der mReply-Befehl macht was ähnliches wie das mit den Attachments eben. Er erzeugt ein temporäres Verzeichnis und in diesem temporären Verzeichnis sind wiederum andere Keybindings und sowas gültig als in dem normalen. Beispielsweise, wenn ich einfach nur Enter drücke, statt das zu rendern, schickt er mich in den Editor hier rein, wo ich das editieren kann, was ich machen will. Dann, ja, ne, bla bla, so, bla bla. Und mit msend kann ich die Nachricht dann verschicken. Wenn ich ein Attachment hier rein haben will, dann mache ich, okay, keine Ahnung, catlogo.svg, schiebe ich nach Attachments oder ich symlinke es oder was auch immer und alles, was dann in Attachments drin ist, wird halt als Attachment angehängt beim Verschicken und ja. Und ja, die meisten dieser Sachen sind entweder entstanden, wenn ich mir kurz dachte, okay, das kann ich jetzt mal brauchen, so, oh, ich stelle fest, ich öffne eigentlich immer nur das eine PDF am Anhang, ne, macht man sich mal einmal ein Keybinding dafür, was das löst. Und das funktioniert ganz gut. Ich bin ziemlich zufrieden. Ja, danke nochmal an Rui für die Inspiration. Ich habe versucht, das Ganze irgendwie zu veröffentlichen, aber es ist ziemlich schwierig, weil es signifikant von meiner sonstigen C-Shell-Config abhängt. Ich habe ein paar Sachen rausisoliert, aber also ich glaube, man muss immer noch eine gute Menge sich selber reinlesen und durchgucken, wie welche Sachen zusammenhängen, damit man das sinnvoll nutzen kann. Es sind am Ende jetzt hier irgendwie 286 Zeilen Shell-Skript plus ein bisschen was. Aber das ist nicht alles. Also die meisten dieser Befehle hier habe ich versucht, in Binaries auszulagern, damit sie klein und knackig sind. Aber die sind dann auch alle nur 10 Zeilen lang oder 5. Die sind echt überschaubar. Sind das dann Shell-Binaries wieder? Macht ja. Du nicht extra eine Subshell auf und kostet dich das nicht zusätzlichen Overhead? Ja, aber das sind dann halt 5 Millisekunden. Das ist okay für mich. Okay. Pro gelesener Mail, ja. Pro gelesener Mail, genau. Also wenn man das nicht in einem Hot-For-Loop hat, dann ist es tatsächlich ziemlich egal. Also es gibt so ein paar Sachen, die sind noch nicht so richtig, also zum Beispiel das Fancy-Scan ist auch ein Shell-Skript, ah ja, das ist vielleicht nochmal, das sind 116 Zeilen und das iteriert tatsächlich über alle
über alle Einträge in der Sequence-Datei. Und dafür macht er dann auch jedes Mal das Sub. Nee, die macht ja das ist eine, die er, wo er dann drüber. Ich meine, es ist ja kein Windows, ne? Es kostet dann halt nur ein paar Millisekunden, Shell zu spawnen und nicht 200. Von daher ist das okay. Aber jetzt diesen Kram hier mit zusammen zu basteln und die Icons und so und dann, okay, diese Text, die setze ich dazu um. Das könnte man dann schnell machen, dann hat man es in C, aber also wenn ich eine. In Rust. Oder in Rust. Wenn ich eine Query mache, die hat 8000 Mails. Dann ist üblicherweise einfach die Query zu blöd. Also dann sollte ich genauer suchen. Ne? In den meisten Fällen packt man halt noch einen Suchbegriff mehr dazu und dann findet man die schon, weil ich sag mal, alles, was bei meiner normalen Auflösung über meinen Bildschirm hier hinausgeht, wenn es hier unten landet, dann weiß ich, entweder ich habe zu viele Mails, die da drin sind, die nicht beantwortet sind, oder ich muss meine Standard-Query ändern oder irgendwas muss ich an meinem Workflow ändern, weil es offensichtlich so ist, ungefähr die Menge Mails, die ich gut überblicken kann. Wenn es viel mehr wird, dann, also so halt, wenn dann jetzt irgendwie da oben noch welche sind, so. Entweder ich beachte die nicht mehr oder ich muss meinen Workflow ändern. Jo. Das war's.